Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 13. Lesung des wundervollen Buches der Babylon-Mysterien-Religion von Ralph Woodrow, das er 1966 geschrieben hat, damit etwas über 100 Jahre später, nachdem Alexander Hislop sein monumentales Werk von Babylon nach Rom gelesen hat, was meine allererste deutsche Eigenarbeit war, das ich also gelesen habe auf YouTube. Und heute sind wir in der 13. Sendung und wir gehen in ein sehr interessantes Thema, dass ich euch auch gleich erzählen werde, was es ist. Nur, bevor wir da reingehen, hat Alexander für uns wieder etwas vorbereitet. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, sondern das spielen wir jetzt ab. Danke, Alexander, für das Bereitstellen dieser wunderschönen Musik. Und dann hören wir uns das jetzt mal an. Das ist dann doch mal schöne Musik, um uns einzustimmen in diese wundervolle Lesung des Buches Babylon Mysterien Religion. Wie gesagt, die 13. Lesung heute und das ist das Kapitel 11, das wir beginnen. Der heidnische Ursprung des Papsttums. Ein sehr interessantes Kapitel, das ich euch so bestätigen kann, weil ich habe es ja in Englisch damals schon gelesen. Und es gibt auch in dem Buch, das ich öfter ja mal anbefehle, von Dave Hunt, Die Frau und das Tier, auch ein wunderbares Kapitel über diese Dinge, vor allen Dingen halt über die Kriminalität der Päpste, nenne ich es mal, die wir hier nur am Rand besprechen. Das wird bei ihm noch ein wenig mehr besprochen. Ja, und dann mache ich auch hier wieder in der Zwischenzeit das Video meiner englischen Lesung an. Und dann haben wir in der Zwischenzeit ein paar Bilder, die wir uns anschauen können. Und ich fange an, hier zu lesen. Also der heidnische Ursprung des Papsttums. Der hohe Priester des Heidentums. Der Pontifex Maximus. Nimrod, der König und Gründer Babylons, war nicht nur der politische, sondern auch der religiöse Führer. Er war ein Priesterkönig. Von Nimrod stammt eine lange Reihe von Priesterkönigen ab, die jeweils der okkulten babylonischen Mysterienreligion vorstanden. An diese Reihe wurde bis zu Belsasar angeknüpft, von dem wir in der Bibel lesen können. Ja? Belsasar ist der König, von dem geschrieben steht im Buch Daniel, Mene Tekel Upharsin. Du bist bewogen und für zu leicht befunden und die Zeit deines Königreichs ist vorbei. Ja? Viele wissen von dem Fest, das er in Babylon gab, als eine geheimnisvolle Schrift an der Wand erschien. Aber manchmal wird übersehen, dass diese Versammlung mehr als nur eine Party war. Es war eine religiöse Versammlung, eine Feier der babylonischen Mysterien, denen Belsasar in jener Zeit gerade vorstand. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber und Bronze, Eisen, Holz und Stein, wie wir in Daniel Kapitel 5, Vers 4 lesen können.
Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Das ist also eine ziemlich genaue Übersetzung hier. Rühmten die Götter oder priesen die Götter, ist meines Erachtens der einzige Unterschied. Also das ist mal ziemlich genau an der Schlachter 2000. Zusätzlich zu diesem gotteslästerlichen Ereignis tranken sie ihren Wein aus den heiligen Gefäßen des Herrn. Hier haben wir ein Bild des Fests nebenbei, schön passend, die aus dem Tempel zu Jerusalem stammen. Dieser Versuch, das Heilige mit dem Heidentum zu vermischen, brachte Gottes Gericht hervor. Babylon war dem Untergang geweiht. Die antike Stadt besteht nun nur noch aus Ruinen, unbewohnt und völlig öde. So lesen wir in Jeremia Kapitel 50, Vers 39 und Kapitel 51, Vers 62, Zitat: Deswegen sollen Wildkatzen mit Schakalen darin wohnen und Strauße dort hausen. Aber es soll niemals mehr besiedelt werden, sondern unbewohnt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Und Zitat: Und du sollst sagen, Herr, du hast gegen diesen Ort geredet, dass du ihn ausrotten willst, so dass niemand mehr dort wohnen soll, weder Mensch noch Vieh, sondern dass er zur ewigen Wüste werde. Es gibt eine Eisenbahnstrecke von Bagdad nach Basra, die nahe daran vorbeiführt. Ein Schild in englischer und arabischer Sprache sagt: Babylon, Haltepunkt, Züge halten hier, um Passagiere aufzunehmen. Ich habe da mal was vorbereitet. Dieses Bild, hier ist es in größer, so könnt ihr das lesen. Babylon, Halt. Jetzt könnt ihr sagen, wieso steht das denn da noch in Deutsch drauf? Oder Halt kann man natürlich auch sagen, kann auch Englisch sein. Es kann sowohl das eine als das andere sein. Ich weiß nur, dass im Dritten Reich auch viel in der Gegend gebaut wurde. Vielleicht kommt das sogar noch aus der Zeit, weil tausende von Jahren ist das Schild nun noch nicht alt. Aber es steht da tatsächlich. Es ist zwar jetzt kein Foto, das ich hier gefunden habe, sondern nur diese Zeichnung. Ich habe es auch nicht nachgeschaut, ob man das im Internet jetzt wirklich als Foto irgendwo finden kann. Aber das gab es jedenfalls mal eine Zeit lang, wenn es das heute vielleicht auch nicht mehr gibt. Züge halten hier, um Passagiere aufzunehmen. Tja, obwohl da ja eigentlich niemand mehr wohnt, nach Gottes Wort zumindest. Die einzigen Passagiere, die da aufgenommen werden können, sind also Touristen, die Ruinen untersuchen wollen. Aber obwohl die Stadt zerstört wurde, überlebten die Vorstellungen, die Teil der alten babylonischen Religion waren. Als Rom die Welt eroberte, ging das Heidentum, welches von Babylon ausging und sich in den verschiedenen Nationen entwickelte, in das religiöse System Roms auf. Genauso wie später das Christentum in Rom aufgegangen ist, was wir missionarische Adaption nennen. Dies schloss die Idee des obersten Pontifex, also Pontifex Maximus, mit ein. Auf diese Art wurde in Rom das babylonische Heidentum, welches seinen Ursprung unter der Herrschaft Nimrods hatte, unter die Leitung eines einzigen Mannes getan, Julius Caesar. Im Jahr 63 vor Christus wurde Julius Caesar offiziell anerkannt als der Pontifex Maximus der Mysterienreligion, die in Rom nun etabliert war. Um zu illustrieren, wie dieser Titel von den Cäsaren gebraucht wurde, zeigen wir hier eine alte römische Münze von Augustus Caesar, der regierte zwischen 27 und 14, 27 vor bis 14 nach Christus, also lebte anscheinend hier. Mit seinem Titel als Pont Max, also kurz für Pontifex Maximus, dem Führer der Mysterien. Es ist interessant anzumerken, dass solche Münzen in den Tagen des irdischen Dienstes unseres Herrn benutzt wurden, wie wir in Matthäus Kapitel 22, Verse 17 bis 22 nachlesen können. Es steht geschrieben: Darum sage uns, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Da reichten sie ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Und sie antworteten ihm: Des Kaisers. Da spricht er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, verwunderten sie sich, und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Die römischen Kaiser, Konstantin hiermit eingeschlossen, bekleideten alle das Amt des Pontifex Maximus bis zum Jahre 376, als Gratian es aus zwischen Anführungszeichen christlichen Gründen ablehnte. Er erkannte diesen Titel und dieses Amt als etwas götzendienerisch und gotteslästerliches.
Jedoch zu dieser Zeit, Entschuldigung. Jedoch zu dieser Zeit stieg schon der Bischof von Rom zu politischer Macht und Ansehen auf. Als eine Konsequenz erwählte sich darum Damasus, Bischof von Rom, schon 378 den Titel Pontifex Maximus, der offizielle Hohepriester der Mysterien. Also nach dem Motto, wenn der Kaiser es nicht nimmt, dann ist das gut genug für mich, dann nehme ich das eben. Ja? Da Rom als die wichtigste Stadt der Welt zu der Zeit betrachtet wurde, sahen einige Christen in dem Bischof von Rom den Bischof der Bischöfe und Obersten der Kirche. Dies führte zu einer einzigartigen Situation. Eine Person war nun angesehen als der Oberste von beiden, Christen wie Heiden. In den folgenden Jahren flossen dann die Ströme von Heidentum und Christentum zusammen und bildeten das, was als römisch-katholische Kirche bekannt ist, unter der Führung des Pontifex Maximus, dem Papst. Hier kann man also, was ich oftmals in mehreren Sätzen oder in mehreren Stunden erkläre, in einem Satz zusammengefasst, wunderbar erklären. In den folgenden Jahren flossen dann die Ströme von Heidentum und Christentum zusammen und bildeten das, was als römisch-katholische Kirche bekannt ist, unter Führung des Pontifex Maximus, dem Antichristenpapst, wie wir ihn heute immer noch kennen. Den Titel Pontifex Maximus kann man wiederholt in Inschriften im ganzen Vatikan finden, über dem Eingang der Peterskirche, über der Statue von Petrus im Dom, über der heiligen Jahrtür, welche zum Jubeljahr geöffnet wird, und so weiter und so weiter. Die beigefügte Medaille, die wir hier unten dran sehen, geprägt von Antichristpapst Leo X. kurz vor der Reformation, illustriert, wie der Titel Pont Max von den Päpsten gebraucht wurde. Ja, wir sehen hier Leo Pont Max stehen. Das ist eben die Abkürzung für Pontifex Maximus. Leo X. kennen wir ja, sehr jung Papst geworden. Und der Gegenspieler von Martin Luther zu Beginn der Reformation am Anfang des 16. Jahrhunderts. Aber wie kann ein Mensch zur selben Zeit der Vorsteher der Kirche und der Pontifex Maximus, also der Vorsteher der heidnischen Mysterien sein? In dem Versuch, diese Diskrepanz zu verdecken, versuchten Kirchenführer nach Ähnlichkeiten zwischen den beiden Religionen. Sie wussten, wenn sie nur einiges haben, was beiden gemeinsam ist, ja, das ist also die Suche nach der frühen Ökumene, dann konnten beide in eins aufgehen, zumal zu dieser Zeit sich die meisten nicht mit Details beschäftigten. Sie wünschten Zahlen und politische Macht. Wahrheit war zweitrangig. Peter Roma, der Hohepriester der Mysterien, fahren wir fort. Ein schlagendes Argument war, dass der Hohepriester des Heidentums den chaldäischen Titel Peter oder Ausleger, Ausleger der Mysterien beinhaltet. Das ist der Übersetzer der Mysterien. Hier bot sich die Gelegenheit, das heidnische Amt des Pontifex Maximus, welches nun vom Bischof von Rom ausgefüllt wurde, zu christianisieren, indem man Peter oder den großen Ausleger göttlicher Weisung von Rom mit dem Apostel Petrus assoziierte. Aber den Apostel Petrus zu Peter Roma zu machen, ging nicht ohne Probleme. Um dies zu tun, musste gelehrt werden, dass Petrus in Rom gewesen war. Und da hatten wir ja schon bereits ausführlich in früheren Lesungen drüber gesprochen, dass das nicht der Fall war. Dies ist der wirkliche Grund, warum seit dem 4. Jahrhundert, und zwar nicht vorher, unzählige Sagen über Petrus, den sogenannten ersten Bischof von Rom, verbreitet wurden. Und so wurde der Papst für die verblendeten Christen des Abfalls der Vertreter von Petrus, dem Apostel, während er für die eingeweihten Heiden der Vertreter von Peter, dem Ausleger der gut bekannten Mysterien, war. Nach einer alten Tradition war Nimrod der Öffner. Der Öffner der Geheimnisse, der Öffner der Mysterien. Er war der Erstgeborene der vergöttlichten Menschen. Nach Strong's Concordance heißt das Wort, welches im 2. Mose Kapitel 13, Vers 2 unter anderem durchbrechen und öffnen übersetzt wird im Hebräischen, Peter. In welchem Umfang diese Dinge die überlieferten Traditionen über Petrus und Rom beeinflussten, können wir nicht sagen. Also, dann lesen wir mal eben.
In Der König James, wo wir hier aus dem Isort sowohl die englischen Worte als damit die Nummern, die Originalworte lesen können, steht im Englischen geschrieben, also im Exodus, zweites Buch Mose, Kapitel 13, Vers 2: Sanctify unto me all the firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both of man and of beast, is mine. Also, wenn ich das jetzt nicht die ganze Zeit übersetzen will, ich habe jetzt den Text in Deutsch ja nicht übersetzt, dann sage ich hier: Heilige mir alles der Erstgeborenen, ob es alles, was die Wunde öffnet, an Kindern von dem Stamme Israel, ob es Menschen sind oder ob es Tiere sind, alles, was also die Wunde öffnet, openeth, H6363, da geht es drum, ist mein. Ja? Und da geht es halt um das Wort Petar, Portar, eine primitive Wurzel zu spalten, zu durchbrechen, das heißt ursächlich zu emittieren, sei es wörtlich oder bildlich, klaffen, entlassen, befreien, rausschießen oder weggleiten. Ja, wenn Kinder rausschießen würden, das würden viele Frauen wahrscheinlich gerne haben, dann hätten sie wahrscheinlich weniger Schmerzen bei der Geburt. Also hier geht es um das Portar, um das Firstborn. Und dann geht es um Peter. Das ist H6362, also wir haben hier H6363 und 6363 ist aus der Wurzel 6362 eine Spalte, das heißt korrekt, erstes als Öffnen der Matrix, erstes Öffnen, wie Öffnen. Und den Herrscher des Bösen, ein Buch, das wir ja nachher auch noch lesen werden, da hat Tabasaucy bereits damals geschrieben, ja, die Päpste können wahrheitsgemäß von sich behaupten, dass ihre Herrschaft auf Petrus aufbaut, aber nur indem sie sich in geistiger Zurückhaltung üben, was das hebräische Wort ausgesprochen Peter bedeutet. Es bedeutet nämlich Erstling, was natürlich auch auf Kain als erstgeborener Sohn von Eva zutrifft. Und da hatten wir ja auch in Herrscher des Bösen, eingangs Kapitel 24, das Zitat gelesen von Papst Paul dem Sechsten, wenn ich mich nicht irre, Paul der Sechste oder Johannes der 23., die meinten, wir tragen das Zeichen von Kain. Ja? Sehen wir also alles hier wieder zurück. Und das, was ich jetzt hier gerade eben erklärt habe, diese Vermischung des Heiligen, nämlich aus der Bibel, mit dem Heil, mit dem Heidentum, also das Heilige mit dem Unheiligen miteinander zu vermischen, daraus bekommt man dann die römisch-katholischen Traditionen. Sie nehmen ein Stück Wahrheit und dann fügen Sie da Ihre Lügen darüber. Und so erklären Sie den Leuten, so kommt das. Na? Ich hoffe, dass das deutlich ist. Weil so arbeitet die römisch-katholische Kirche. Immer ein Funken Wahrheit unter dem Haufen der Lügen. Kommen wir zu Simon Magus. Simon Magus wird hier nur ganz kurz erwähnt. Und wer da mehr darüber wissen möchte, Entschuldigung, ich habe irgendwas im Hals heute. Wer da mehr darüber wissen möchte, dem kann ich anraten, auf meinen nur englischen Kanal zu gehen. Da gibt es eine Spielliste von mit dem Namen Simon Petrus gegen Simon Petrus gegen Simon den Zauberer im Englischen. Und das sind, glaube ich, 17 verschiedene Folgen, wo auch Michael drin mitgearbeitet hat und wo wir das erklärt haben, wer Simon Magus ist, weil dieser Simon Magus wird in der Bibel halt nur ganz kurz erwähnt, ist aber von unglaublicher Wichtigkeit. Ja? Da der Apostel Petrus auch als Simon Petrus bekannt war, ist es interessant, dass Rom nicht nur einen Peter, einen Öffner oder Übersetzer der Mysterien hatte, sondern auch einen religiösen Führer namens Simon, der im ersten Jahrhundert dorthin kam. Es war der Simon, der in Samaria Zauberei betrieb und später nach Rom ging und dort eine antichristliche Religion gründete. Also wir haben mindestens zwei Autoren in Büchern, nämlich einmal Ernest L. Martin, von dem ich ja das Buch in Englisch gelesen hatte, mit Bruder Brett und Michael zusammen, was ich gerade erzählt hatte, die Spielliste, die ihr euch da anschauen könnt. Und wir haben hier Ralph Woodrow, der dasselbe erklärt, der eben sagt, dass dieser Simon, der in Samaria Zauberei betrieb, dass dieser später nach Rom ging und dass er der Gründer der antichristlichen Religion aus Rom ist. Ja? Und nicht, wie einige Leute vielleicht denken würden, die Gemeinde aus Rom, die Paulus anspricht, wenn er da ist, oder in seinem Römerbrief. Lesen wir doch mal eben in Apostelgeschichte 8, Vers 9, was da geschrieben steht.
Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier nicht zu tief darauf ein. Das ist eine sehr interessante Geschichte, weil wir eben auch darauf eingehen wollen, dass er ein kirchliches Amt kaufen möchte. Und daher kommt dann die Simonie. Ja, von daher also der Name Simon und Simonie, das Kaufen eines kirchlichen Amtes. Und da weist Petrus ihn zurecht. Das ist, wie gesagt, in Apostelgeschichte Kapitel 8. Da sich dies so bizarr anhört, möchten wir die katholische Enzyklopädie selbst zitieren, um klarzumachen, dass wir nicht befangen sind, dass wir hier keine Verschwörungstheorien verbreiten, sondern dass wir hier sogar das sagen, was die römisch-katholische Kirche selbst sagt. Denn die katholische Enzyklopädie, also es ist eine offizielle Ausgabe einer Enzyklopädie, eines, wie nennt man das im Deutschen, eines Lexikons von der römisch-katholischen Kirche selbst, ganz offiziell, die sagen ganz klar hier, Zitat, Justin der Märtyrer und andere frühere Schreiber informieren uns, dass Simon später nach Rom ging, Wunder dort vollbrachte, ja, und lügende Wunder stehen ja in der Bibel oft genug, von wem die vollbracht werden, ja, in der Kraft der Dämonen und göttliche Ehren sowohl in Rom als auch in seinem Heimatland empfing. Also er empfing göttliche Ehre. Mit anderen Worten, er wurde zum Gott erhoben. Hatten wir doch gerade eben gelesen über das Kapitol. George Washington, der erste amerikanische Präsident, der auch in der Apotheose zum Gott erhoben wurde. War alles vorher schon mal da. Es wurden früher schon Menschen zum Gott erhoben. Auch Simon war nicht der Erste. Aber auch der hat es erfahren. Und das steht in der römisch-katholischen Enzyklopädie selber drin. Ja? Obwohl viele außergewöhnliche Legenden, so fährt die Enzyklopädie fort, später unter dem Namen Simon gesammelt wurden, scheint es auf jeden Fall wahrscheinlich, also das ist mit sehr stark anzunehmender Wirklichkeit wahr, dass eine wahre Grundlage existiert wegen der Bestätigung von Justin und dessen Akzeptanz durch Eusebius. Wissen wir ja, Eusebius war ja der, wenn ich mich richtig erinnere, der Bischof von Konstantinopel, der ja damals dem Konstantin die 50 Bibeln besorgt hatte. Da hatten wir ja auch bereits extra drüber gesprochen. Der historische Simon Magus gründete ohne Zweifel eine Art Religion als Gegenbewegung zum Christentum, in welcher er behauptete, eine analoge Rolle zu Christus zu spielen. Ende Zitat aus der römisch-katholischen Enzyklopädie, die wir hier schön im Bild im Video sehen. Wir wissen, dass die römische Kirche darin Experte geworden ist, verschiedene Ideen oder Traditionen aufzunehmen und sie in das eigene vereinigte religiöse System einzumischen. Missionarische Adaption, hatten wir ausführlich in Herrschen des Bösen drüber gesprochen. Wenn Simon nun in Rom Nachfolger um sich scharrte, wenn er göttliche Ehren empfing, wenn er eine antichristliche Religion gründete, in der er eine Rolle analog zu Christus spielte, ist es dann nicht möglich, dass solche Ideen spätere Traditionen beeinflusst haben? Vielleicht wurde dieser Simon, der in Rom war, später mit Simon Petrus verwechselt? Die Päpste haben behauptet, Christus im Amt auf Erden zu sein, Vicarius Filii Dei. Offensichtlich behauptete in Rom Simon der Zauberer damals dasselbe. Aber wir können niemals so eine Behauptung von Simon Petrus, dem Apostel, lesen. Und hier haben wir den Simon Magus im Bild. Interessant, seine Hand, ne? Eine andere Vermischung in Rom hat mit den Schlüsseln zu tun. Ungefähr 1000 Jahre lang glaubten die Einwohner Roms an die mystischen Schlüssel des heidnischen Gottes Janus und der Königin, der Göttin Cybele. Im Mithraskult, einer der Hauptzweige der nach Rom gekommenen Mysterien, trug der Sonnengott zwei Schlüssel. Wenn jeweils der Kaiser angab, der Nachfolger der Götter zu sein und der oberste Pontifex, der hohe Priester der Mysterien wurde, wurden die Schlüssel die Symbole seiner Autorität.
Als dann später im Jahre 378 nach Christus der Bischof von Rom Pontifex Maximus wurde, wie wir oben an schon gelesen hatten, war er dann automatisch auch der Besitzer der mystischen Schlüssel. Dadurch gewann der Papst Anerkennung von den Heiden und wiederum ergab sich die Möglichkeit, Petrus mit in die Geschichte zu verweben. Hatte nicht Christus gesagt, ich will dir den Schlüssel des Himmelreichs geben, wie wir in Matthäus 16,19 nachlesen können, Zitat, und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Jedoch dauerte es bis zum Jahre 431, das ist ein interessantes Jahr, weil da gab es ja das Konzil von Ephesus, bis der Papst öffentlich behauptete, die Schlüssel, die er besitzt, seien die Schlüssel der Autorität, die ihm vom Apostel Petrus gegeben worden sind. Ja, das sind fast 400 Jahre, dass das dauert, nachdem Jesus das hier zu Petrus gesagt hat. Dies war mehr als 50 Jahre, nachdem der Papst sich das erste Mal Pontifex Maximus nannte. Dass er dem Besitzer der Schlüssel, der Besitzer der Schlüssel geworden war. Als ein Beispiel, wie die Schlüssel als Symbole der päpstlichen Autorität benutzt werden, siehe den großen Fächer auf Seite 93. Da gehen wir jetzt im Augenblick nicht ganz hin. Wir haben hier wunderbar die Vatikanflagge eingeblendet ins Video. Und da sehen wir eben auch die beiden Schlüssel, der oben liegende silberne Schlüssel, der für die weltliche Macht steht, der oben liegende goldene Schlüssel, der für die geistige Macht steht, der darunter liegende weltliche silberne Schlüssel für die weltliche Macht und die beiden verbunden mit einem Draht aus, der rot ist und natürlich auch Blut symbolisieren kann. Natürlich ist der goldene Schlüssel oben drüber. Das war ein Versprecher von mir. Müssen wir jetzt nicht extra auf Seite 93 gehen, um uns das anzuschauen. Das können wir dann machen, wenn wir auf Seite 93 kommen. Der Schlüssel, der dem Petrus und allen anderen Jüngern gegeben wurde, weil Petrus war ja nur das Sprachrohr der anderen, ja, und dann nochmal, ich habe hier eine Note beigemacht, habe ich jetzt beinahe vergessen. Wenn ich mir die Mühe mache, die zu schreiben und so groß hier reinzunehmen, dann soll ich sie auch vorlesen. Der silberne Schlüssel, den wir also gerade gesehen haben auf der Vatikanflagge, der unter dem goldenen Schlüssel liegt, ähnelt der zeitlichen zivilen Macht auf der Erde. Der goldene Schlüssel, der oben liegt und dem silbernen Schlüssel überlegen ist, repräsentiert die spirituelle Kraft. So ist die zivile Macht immer der geistigen Macht gehorsam. Wie es ja auch so ist, der Geist schafft Materie, Materie schafft keinen Geist. Versteht ihr jetzt, warum es so wichtig ist, die römisch-katholische Kirche als zivile Macht anzuerkennen, die sich unter dem Geistigen verbirgt? Auch Martin Luther hat dies in seinem Brief an den deutschen Adel von 1520 erkannt. Also ein sehr interessantes Schreiben, das, wenn ihr das ganz lesen wollt oder mit mir zusammenlesen wollt, müsst ihr mal in die Abspielliste gehen, Luther 2017, da gibt es ein paar Videos, wo ich das Schreiben durchgelesen habe an den deutschen Adel von 1520. Das sind zwei oder drei Videos. Und im ersten Video kommt dieses Zitat, was wir hier lesen, von Martin Luther. Die Romanisten haben mit großer Begeisterung drei Mauern um sie herum gebaut, hinter denen sie sich bisher so verteidigt haben, dass niemand sie reformieren konnte. Dies ist die Ursache für die schreckliche Korruption im ganzen Christentum. Natürlich sprach hier Martin Luther noch vom Katholizismus als Christentum. Erstens, sagt er, wenn sie von der zeitlichen Macht gedrückt werden, haben sie Dekrete erlassen und gesagt, dass die zeitliche Macht keine Zuständigkeit über sie hat, aber andererseits, dass das Geistige über der zeitlichen Macht ist. Das ist die erste Mauer. Er geht dann noch weiter und erklärt die anderen Mauern, aber da geht es in dieser Lesung nicht drum. Wie gesagt, da könnt ihr euch das gerne anschauen in der Abspielliste. Luther 2017, Martin Luther über den deutschen Adel. Der Schlüssel, also der dem Petrus und allen anderen Jüngern gegeben wurde, stellt die Botschaft des Evangeliums dar, durch die Menschen das Königreich Gottes betreten dürfen. Da dies von vielen falsch verstanden worden ist und heute noch falsch verstanden wird auch, ist es nicht unüblich, Petrus als den Türhüter des Himmels darzustellen, der entscheidet, wer eingelassen wird und wer nicht.
Wer kennt nicht immer diese ganzen Witze? Und Petrus steht an der Himmelstür und der kam und hat Einlass gebeten. Petrus steht an der Himmelstür? Nee, Petrus steht nicht an der Himmelstür. Dies ist sehr ähnlich den Ideen, die mit dem heidnischen Gott Janus verbunden wurden, dem Öffner, da dieser der Hüter der Türe und der Türen und Tore der römischen Mythologie war. Janus mit den Schlüsseln in der Hand ist auf Seite 87 abgebildet. Das sehen wir gleich hier unten drunter. Er wurde mit zwei Gesichtern dargestellt, das eine jung, das andere alt. Eine spätere Version des Nimrod inkarniert in Tammuz. Interessant ist die Feststellung, dass nicht nur der Schlüssel das Symbol des Janus war, sondern auch der Hahn, der ihm heilig angesehen wurde. Und darum ist ein Hahn auf den Spitzen der Kirche zu sehen. Er steht für Janus. Ich sage nicht, dass dies der ausschließliche, einzige Grund ist, warum ein Hahn oben auf den Kirchendächern angebracht ist. Wollte Aber gerade schon meine Meinung sagen hier. das wusste ich, dass du da reinkommen würdest. Ist ja auch in Ordnung. Aber wie gesagt, ich diskutiere da gar nicht drum. Es ist sicher nicht der einzige Grund, aber es ist ein Grund, warum ein Hahn oben auf diesen Kirchengebäuden, auf diesen steilen Dächern draufsteht. Ja, natürlich könnte ich jetzt sagen, natürlich, Jörg, der zweite Grund ist, dass er die Windrichtung anzeigt, je nachdem, wie der sich dreht. Ha, 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 dreh dein Fähnchen mit dem Wind. Nein, nein. Man könnte auch sagen, wenn der Hahn da oben drauf ist, dann ist das da unten, was da drunter ist, alles ein einziger großer Misthaufen, auf dem der Hahn nämlich residiert. So sehe ich persönlich das immer sehr gerne. Aber ich denke, dass Michael uns vielleicht noch einen anderen Grund mitteilen kann, warum ausgerechnet ein Hahn auf den Kirchendächern ist. Nö, man muss ja nicht alles verraten, oder? Ja, dafür sind wir ja hier in dieser Lesung, dass wir das verraten und keine Geheimnisse für uns behalten, ne? Ach so. Ja, aber ich bin ja jetzt gar nicht vorbereitet. Ich habe meine Stimme nicht geölt, ich habe nichts Vernünftiges gegessen und so und ich habe keine Bibelstelle gerade parat. Da muss ich da erstmal googeln. Ja, Kann er nicht einfach mal hier irgendetwas etwas sagen? Also ich habe da natürlich schon eine Bibelstelle da. Und das ist nämlich, es ist echt immer diese Live-Sendungen, ne? Ja, jetzt gebe ich ja gerade ein Matthäus, jetzt kommt ja Lothar Matthäus, Moment. also okay, Matthäus habe ich hier. Welches Kapitel? Ja, das ist 26. 26, okay, dann gehen wir da mal eben hin. Und dann, welcher Vers? In den 30ern ist das irgendwo, In den 34. 30ern, okay, dann gucken wir mal hier. In den 30ern. Nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus über den Ölberg. Da spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich doch niemals Anstoß nehmen. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Und deswegen meinst du, dass Petrus den Hahn darstellt oben auf der Kirche? Nein, die Referenz ist halt einfach, die römisch-katholische Kirche beruft sich auf Petrus. Ja, Als. ja, ja, ja. Die berufen sich auf Petrus, richtig. Und Ja, deswegen sage ich ja, genau. und wir berufen uns hier auf Janus. Ja? Ja, aber die berufen sich auf Petrus. Und Petrus ist nun mal halt einfach, wenn ich irgendein Tier für Petrus als Synonym nehmen würde, was ich irgendwo drauf pflanze, dann ist es eben der Hahn. So meinst du das, ja. Da bin ich Genau. absolut mit einverstanden. Natürlich, Genau. das kann man so sehen. Ja. Wie gesagt, ich finde, das ist das Vieh, das oben auf dem Misthaufen hockt. Und so beschaue ich die Kirche. Aber das ist natürlich eine absolut korrekte Erklärung, dass man das so machen kann. Missionarische Adaptionen sind ja eben auch die Dinge, wo wir sagen, wir vermischen das Heilige mit dem Unheiligen. Hier wird also Petrus oder biblisch dargestellt Petrus vermischt mit dem Unheiligen in Rom, durch das man jetzt sagt,
Wir symbolisieren den Petrus oben auf der Spitze, weil Petrus war ja in Rom. Nee, Petrus war nicht in Rom. Da fangen ja die Lügen schon mal an. Da ist es eben, wo man das Heilige mit dem Unheiligen mischt. Wenn in der Bibel jetzt aus der Bibel heraus, wie Michael das hier korrekt sagt, man so verstehen kann, dass man, wenn man irgendeinen Menschen überhaupt mit irgendeinem Tier assoziieren sollte, man aufgrund dieser Textstelle im Matthäus Vers 26, Kapitel 26 Petrus mit einem Hahn darstellen könnte, dann bin ich damit einverstanden. Das ist vollkommen richtig. Ob das auch der Grund der römisch-katholischen Kirche ist, das will ich gar nicht mal abstreiten. Aber wie wir eben gerade in diesem Buch gelesen haben, und das ist ja im Grunde die wunderbare Wahrheit, die wir hier bekommen, ist es eigentlich der Janus. Und der, das sehen wir hier auf dem Bild auch, auf der nächsten Seite, Janus mit Schlüssel und Hahn. Hier seht ihr unten den Hahn, hier seht ihr den Stab. Ja, das ist ja auch der Stab, den der Papst hat. Hier oben sehen wir mal wieder den Halbmond und dann sehen wir die Schlüssel, die der Janus hier hält. Und hier auf dieser Seite ein jüngeres und hier ein älteres Gesicht oder umgekehrt, wie auch immer. Jedenfalls die zwei Gesichter. Mhm. Es war also kein Problem, den Hahn mit Petrus zu verknüpfen, da doch ein Hahn in der Nacht schrie, als Petrus den Herrn verleugnete. In Johannes 18, 27, da leugnete Petrus nochmals und zugleich krähte der Hahn. Siehst du mal, da kannst du direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und wer ist der Herr der Fliegen nochmal? Ja, das ist der, dem ich die Bibel immer ins Gesicht halte, dass er dann vor mir flieht. Ah, genau. Ja. Pontifex Maximus. Der größte Brückenbauer. Ich habe doch hier den Ton ausgeschaltet. Also, Pontifex Maximus, der größte Brückenbauer. Es ist sicher, dass der Titel Pontifex Maximus, den der Papst innehat, nicht von Christen eingeführt worden ist. Denn der Titel wurde von den römischen Kaisern vor der christlichen Ära bereits benutzt. Das Wort Pontifex kommt von dem Wort Pons, also Brücke. Ja, kennt man ja aus dem Französischen. Pont, hinten mit T geschrieben, die Brücke. Ne? Pont Neuf zum Beispiel, eine Brücke über die Seine in Paris. Kennt ja jeder wahrscheinlich. Und von dem Wort Fascio, das bedeutet machen. Es bedeutet also Brückenbauer. Die Kaiser als Priesterkönige wurden in den heidnischen Tagen als die Erbauer und Bewacher der Brücken von Rom angesehen. Jeder von ihnen diente als hoher Priester und gab an, die Brücke zwischen dem diesseitigen und dem jenseitigen Leben zu sein. Also mit anderen Worten, der einzige Mittler zwischen Mensch und Gott, Jesus Christus. Daher, dass sie sich eben den Titel Vicarius Filii Dei auch aneignen. Ja? Pater Patrum, der Vater der Väter. Derjenige Zweig der Mysterien, der als der Mithras-Kult bekannt war, breitete sich in Rom so sehr aus, dass er einmal fast der einzige Glaube des Reiches war. Der oberste Priester wurde Pater Patrum genannt. Das ist der Vater der Väter. Direkt abgeleitet von diesem Titel steht an der Spitze der römisch-katholischen Kirche der Papa oder Papst, der Vater der Väter. Damals hatte der Vater des Mithras-Kultes seinen Sitz in Rom. Heute ist dort der Vater des Katholizismus. Die Kronen des Papstes. Wir hängen im Augenblick dem englischen Video ein wenig hinterher, weil da sahen wir gerade das Bild. Die teuren und reich geschmückten Gewänder des Papstes sind nicht aus dem Christentum entstanden. Nein, sondern sind nach den Kleidern der römischen Kaiser zusammengestellt. Die Historiker haben dies nicht unbeachtet gelassen, sondern sie bestätigen, dass, Zitat, das Ornat des Klerus ein Erbe des heidnischen Roms ist. Ende Zitat. Die Tiara, also die dreistöckige Krone, die wir gerade im Video im Bild gesehen hatten, die Krone, die der Papst trägt, kann man, obwohl sie in unterschiedlicher Weise zu verschiedenen Gelegenheiten dekoriert wird, in ihrer Form mit dem identifizieren, was auf assyrischen Tafeln von Göttern oder Engeln getragen wird. Sie ist ähnlich dem Hut des Dagon, dem Fischgott. Siehe die Tiara abgebildet auf Seite 98. Das tun wir jetzt nicht. Wir hatten ja gerade eben eine in dem Video hier und wissen, wie sie aussieht. Dagon war in Wirklichkeit eine Mysterienform des falschen babylonischen Heilands.
Der Name Dagon kommt von Dag, ein Wort, das normalerweise in der Bibel mit Fisch übersetzt wird. Und er bedeutet Fischgott. Obwohl es in dem Heidentum Babylons seinen Ursprung hat, wurde die Dagon-Anbetung besonders gebräuchlich unter den Philistern, wie wir lesen im Buch der Richter, Kapitel 16, Vers 23 und auch im ersten Buch Samuel, Kapitel 5, Vers 56. Ich halte das Video mal kurz an und da sehen wir auch gerade passend den Dagon-Hut hier. Wie das immer alles wunderbar zusammenfällt, kann ich doch gar nicht so planen, ne Leute? Das ist der Heilige Geist, der das hier wieder mal macht, wie sich das gehört. Buch der Richter, Kapitel 26, Vers 16, Vers 23, Zitat. Als nun die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihren Gott Dagon ein großes Opfer zu bringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat den Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und im 1. Samuel, Kapitel 5, Verse 5 bis 6 lesen wir, Zitat. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in den Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Asdod bis zu diesem Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Einwohnern von Asdod, und er brachte Verderben über sie und schlug Asdod und sein ganzes Gebiet mit Beulen. Das ist eine Krankheit, die Beulen. Ne? Schlägt da nicht so lange drauf, bis die Beulen haben, sondern es ist eine Krankheit, ich glaube, die Pest. Deswegen gibt es auch, glaube ich, die Beulenpest. Die Art und Weise, wie Dagon in den mesopotamischen Skulpturen dargestellt wurde, kann man in der unten stehenden Zeichnung sehen. Die zweite Figur von links. Das ist etwas, was wir auch gerade in dem Video gesehen hatten. Zweite Figur von links, das ist hier halt der Priester mit seiner Dagon, mit seiner Fischmütze. Ne? Der Rest des Fisches hängt über seinen Rücken, genau wie beim Papst. Der hat ja auch noch Klamotten da hinten an. Das ist genau dasselbe. Alles daher abgeleitet. Interessant von daher, dass wir hier das Bild haben. Ich lasse das nochmal eben stehen. Können wir uns das in Ruhe in der Zwischenzeit nochmal anschauen. Layard, ein sehr renommierter Historiker, Layard erklärt in Babylon und Ninive, das ist ein sehr interessantes Buch, das ich selbst nicht gelesen habe, aber ich kann es jedem anraten, der die Zeit hat, das mal zu lesen. Darin erklärt also Layard, Zitat, dass der Kopf des Fisches eine Mitra über dem Kopf des Mannes formt, während sein schuppiger, fächerartiger Schwanz wie ein Mantel hinten herabhängt, die menschlichen Gliedmaßen und Füße freilassend. Ende Zitat. Später blieb nur noch der obere Teil mit dem leicht geöffneten Maul des Fisches als Mitra übrig. Auf einigen heidnischen Münzen von Malta ist ein Gott, dessen Charakteristika die gleichen sind wie die des Osiris, dem ägyptischen Nimrod, abgebildet, mit der Fischkopf-Mitra, wobei der Fischleib verschwunden ist. Eine berühmte Malerei von Moretto zeigt Sankt Ambrosius mit einer Mitra, gestaltet wie der Kopf eines Fisches. Diese gleiche Art einer Mitra wurde von Antichrist Papst Paul VI. Wie abgebildet, und wie wir hier im Bild sehen, das ist übrigens Paul VI., ja, getragen, als er während seines historischen Besuches in den USA 1965 die Predigt Friede hielt. Das Bild auf Seite 89 zeigt auch die Fischkopf-Mitra. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier in meine Dateien der Downloads gehen. Ich glaube nämlich, dass ich sogar einen Film habe. Ich will jetzt noch nichts Verkehrtes sagen. Hier, Pope Francis, Pope John Paul II. Wo ist denn das andere? Ich habe hier ein Video bei, jetzt weiß ich im Augenblick nicht mehr, wo das ist. Ich kann euch das zeigen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Datei das ist. Ich habe ein Video von dem Besuch Papst Paul VI. In Amerika. Das ist, glaube ich, eine halbe Stunde oder sowas lang. Ist ganz interessant. Das hier ist ein anderes. Das ist John Paul II. Das ist also nicht hier. Muss ich irgendwo anders auf dem Computer haben. Ich kann das raussuchen. Wer das haben möchte, dem kann ich das dann gerne mal schicken. Da gibt es also ein Video von, wie der Papst hier 1965 die Predigt Friede hält. Das habe ich auf meinem Computer stehen irgendwo. Und dann gehen wir mal weiter über den... Sag mal, ich habe den Ton ausgeschaltet, ja? So. Über den Ring des Fisches. H.A. Ironside sagt, dass der Papst der direkte Nachfolger des Hohepriesters der babylonischen Mysterien ist und als Diener des Fischgottes Dagon wie seine götzendienerischen Vorgänger den Ring des Fischers trägt.
Und wiederum, wenn Heidentum und Christentum miteinander vermengt sind, wird die Vermischung durch Ähnlichkeiten zwischen beiden weniger auffällig. In diesem Fall wird der Ring des Fischgottes mit dem Titel Pontifex Maximus beschriftet und mit Petrus verbunden, da Petrus ein Fischer gewesen ist. Aber solch ein Ring wurde niemals von Petrus, dem Apostel, getragen. Niemand beugte sich und küsste seinen Ring. Wahrscheinlich besaß er gar keinen Ring, da er Silber und Gold nicht hatte, und das können wir nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 6. Da steht geschrieben, da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und dann sprechen wir noch über das Pallium. Da hatten wir es auch in früheren Lesungen, entweder in diesem Video, also in dieser Videoserie oder in anderen Lesungen bereits drüber gehabt. Ich glaube, das kam auch bei Romanismus und die Reformation an die Sprache, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich da schon ausführlich drüber gesprochen. Also jeder weiß, was das Pallium ist. Das ist diese Art Krawatte, wie wir das hier sehen können, was es sich hier umhängt. Ja, dieses hier von der einen Seite auf der andere Seite und dann Ding hier runter, wie eine Papstkrawatte. Das ist das Pallium. Ein anderer Anhaltspunkt, also um das Geheimnis des modernen Babylon zu lüften, ist der Gebrauch des Pallium, welches der Papst um seine Schultern trägt. Im Lexikon ist es definiert als ein Kleidungsstück, das von dem heidnischen Klerus der Griechen und Römer vor der christlichen Ära getragen wurde. In der Neuzeit wird das Pallium aus weißer Wolle von zwei Lämmern gemacht, die in der Basilika von St. Agnes in Rom gesegnet wurden. Als ein Symbol, dass nämlich die Erzbischöfe auch an der Fülle des päpstlichen Amtes teilnehmen, sendet der Papst ihnen das Pallium. Aber bevor es verschickt wird, liegt es eine ganze Nacht auf dem angeblichen Grab von St. Petrus. Diese Praxis ist eine Kopie des heidnischen Ritus, der bei den Griechen bereits angewandt wurde. Hier sehen wir das Pallium in seiner vollen Glorie, sag ich jetzt mal. Hat natürlich keine Glorie, keine Heiligkeit, ich sag das nur mal so. In seiner ganzen Pracht, in seiner ganzen Vollheit sehen wir es hier. Der Stuhl Petri, das nächste interessante Unterartikel aus diesem Buch, Unterkapitel aus diesem Buch. Jahrhundertelang behauptete die römische Kirche, den originalen bestimmten Stuhl von Petrus zu besitzen, auf dem er in Rom gesessen und gelehrt haben soll. Die katholische Enzyklopädie erklärt, dass die Kacheln an der Vorderseite des Stuhls Fabeltiere der Mythologie zeigen, sowie auch die legendären Arbeiten des Herkules. In einem anderen Band der katholischen Enzyklopädie finden wir die Worte Gilgamesch, den die Mythologie zu dem babylonischen Herkules machte, würde dann die Person sein, die von der Bibel als Nimrod bezeichnet wird. Es ist schon kurios, dass Nimrod mit Herkules gleichgesetzt wird und Gravierungen verbunden mit Herkules auf dem sogenannten Stuhl Petri erscheinen. Keines dieser Dinge kann uns dazu veranlassen zu glauben, dass dieser Stuhl, wie wir es auch hier im Bild sehen, auf dem Video, dass dieser Stuhl einen christlichen Ursprung hat. Eine wissenschaftliche Kommission, eingesetzt von Antichrist Papst Paul im Juli 1968, ermittelte, dass kein Teil des Stuhls alt genug ist, um aus der Zeit des Petrus zu stammen. In dem öffentlichen Report über die Karbondatierung und andere Tests wird bewiesen, dass der Stuhl nicht älter als aus dem 9. Jahrhundert sein kann. Zweifellos, die alten Vorstellungen über den Stuhl Petri waren interessant, aber nicht zutreffend. Noch interessant ist hierbei etwas, was jetzt aber nicht in diesem Buch erwähnt wird und ich bekomme es auch aus dem Gedächtnis nicht mehr hundertprozentig zusammen. Aber in diesem Stuhl sind tatsächlich mohammedanische Eingravierungen drin. Erinnerst du dich vielleicht noch, Michael? Wir hatten das ja an einer anderen Stelle mal gelesen, was das genau ist, was da in dem Stuhl Petrus eingraviert ist? Nee, kann ich jetzt aus dem Gedächtnis nicht rekapitulieren. Aber ich hatte eben zu dem Ring von Petrus hatte ich noch eine blasphemische Äußerung, die ich aber jetzt nicht so sagen kann. Also ich Petrus war da verheiratet und vielleicht hat er deswegen einen Ring getragen und gut, also. Na, also da möchte ich mal ganz ehrlich hoffen, dass er das nicht getan hat, weil der
Ehering ist ja auch eine babylonische Tradition. Also glaube ich nicht, dass er einen Ehering getragen hat, wenn er da ja verheiratet war. Ja, nee, aber ich weiß nicht mehr, in welcher Lesung wir das hatten. Wir hatten da mal drüber gesprochen, dass die diesen Stuhl ja mehr oder weniger auseinandergenommen haben und dann festgestellt haben, dass da irgendwelche mohammedanischen Anschriften drin sind, so nach dem Motto, Allah ist unser Gott und Mohammed ist sein Prophet. Und dass sie das wieder ganz schnell versteckt haben, weil sie das natürlich nicht wollten, dass das rauskommt. Ist aber rausgekommen. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Lesung wir das besprochen hatten, aber das hatten wir schon mal besprochen. Kann das nicht aus der Mithras-Religion irgendetwas sein? Nee. Mithras-Religion war ja vor dem Mohammedanismus. Ja, ja. Mohammedanismus gibt es ja seit Beginn des 7. Jahrhunderts. Mithras war ja eine Religion, die Medo-Persien rübergekommen ist nach Rom und da in den ersten Jahrhunderten nach Christus ganz stark war, bis zum 3., 4. Jahrhundert nach Christus die führende Religion war. Ja, das weiß ich ja, das weiß ich ja, aber ich weiß ja auch, dass also eben viele Sachen aus den heidnischen, römischen Kulten dann ja auch in den Petersdom verbracht worden sind. Und deswegen war jetzt halt die Idee, ob es jetzt tatsächlich aus dem Mohammedismus ist, denn Allah ist ja auch ein Gott gewesen, der ihn das vor dem Mohammedanen gegeben hat. Ja, ja, nur ich bin ziemlich sicher, dass es eine mohammedanische Inschrift war in dem Stuhl. Also, okay. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo genau das steht. Ich habe das in irgendeinem Buch, habe ich das mal vorgelesen. Das weiß ich noch, aber man kann ja wirklich nicht alles behalten bei all den ganzen Büchern, die ich lese. Ja. Ein bisschen zu viel. Gut, gehen wir mal weiter über die Standbilder und deren Prozession. Standbilder, Statuen, Götzenbilder, als ob wir da noch nicht genug drüber gesprochen hätten. Kommt jetzt nochmal das Thema dran. Mensch, nochmal, das ist doch halt deine Schnauze da. Ich mache das immer auf stumm. Jedes Mal, wenn ich das pausiere, da fängt er wieder an mit Ton da. So, ey. Also, Standbilder und deren Prozession. In der Nähe des Hochaltars von St. Peter, wie wir auf Seite 129 sehen, steht eine große Bronzestatue, die Petrus darstellen soll. Das, habe ich hier bereits als Kommentar zugefügt, ist die Jupiterstatue aus dem heidnischen Pantheon nach dem Umzug. Denn das Pantheon wurde im 7. Jahrhundert durch den Papst zu einer Kirche geweiht. Das ist ein alter heidnischer Göttertempel. Und hier sehen wir die Petrusstatue eingekleidet mit einer Mitra und mit Klamotten. Und so machen sie das regelmäßig. Und Papst Johannes der 23. küsst den Fuß Petri. Das ist Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, wo das passiert. Und den Fuß hatten wir ja auch schon vorher gesehen. Da sind ja keine Zehen und sowas mehr dran. Das ist ja nur noch ein Knubbel da unten dran, weil das eben ständig von den Päpsten geküsst wurde und auch von den Leuten, die da vorbeigehen. Wie zum Beispiel hier die Madame, die da schön lächelt und das ganz süß findet, wie der Papst jetzt da an diesem Fuß knabbelt. Naja, also für mich gibt es bessere Dinge, die man schauen könnte, aber so sind die Leute halt. Und diese Figur des Petrus, die wir hier sehen, ist nicht Petrus, abgesehen davon, dass wir uns keine Abbildung auch nicht von solchen Leuten machen sollen, sondern das soll Jupiter darstellen. Dieses Standbild wird mit tiefster Verehrung betrachtet und sein Fuß ist so oft geküsst worden, dass die Zehen schon fast ganz abgenutzt sind. Das Foto hier unten zeigt einen früheren Papst, nämlich Johannes den 23., wie er gerade im Begriff ist, die Figur zu küssen, die man aus diesem Anlass mit reichen päpstlichen Gewändern und der dreistufigen Papstkrone, also der Mitra, bekleidet hat. Die Praxis, Götzenbilder oder Statuen zu küssen, wurde aus dem Heidentum übernommen. Woher auch sonst? Wie wir schon wissen, ist die Anbetung von Baal mit der antiken Verehrung von Nimrod als Sonnengott verbunden. In den Tagen Elias haben sich Massen vor Baal gebeugt und ihn geküsst. Aber, so sagt Gott im 1. Könige 19,18, Zitat, ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. In einer Form der Mysterien wird Nimrod, inkarniert in Tammuz, als Kalb dargestellt. Und da hatten wir ja letzte Woche in Herrscher des Bösen ganz interessant gelesen, wie die Verbindung zwischen Kalb und Adler ist, nicht wahr? Statuen von Kälbern wurden gemacht, angebetet und geküsst. Das lesen wir unter anderem in Hosea, Kapitel 13, Vers 2, wo geschrieben steht, Zitat, und nun fahren sie fort zu sündigen und gießen sich Bildnisse aus ihrem Silber, Götzenbilder nach ihrer Erfindung, allesamt ein Machwerk von Künstlern,
Von ihnen sagen sie, die Menschen, die opfern, sollen die Kälber küssen. Einen Götzen zu küssen war ein Teil der Anbetung Baals. Hier ist das Pantheon im Bild und ist es noch. Und das ist halt heute eine Kirche. Hier sehen wir die St. Peter-Statue nochmal in anderer Form. Und da hat gerade einer seine Grabscher auf dem Fuß, aber das sieht man so auch, dass der ganz schön abgenutzt ist. Vom ständigen Angrabschen und Anküssen durch die Jahrhunderte. Nicht nur die Praxis des Küssens von Götzen wurde von der römischen Kirche übernommen, sondern auch der Brauch der religiösen Prozessionen, bei denen Götzen getragen wurden. Solche Prozessionen sind ein allgemein anerkannter Teil der römisch-katholischen Praxis, aber dennoch nicht christlichen Ursprungs. Im 15. Jahrhundert vor Christus wurde mit großem Pomp und Zeremonie ein Bild der babylonischen Göttin Ishtar von Babylon nach Ägypten getragen. Götzenprozessionen wurden früher in Griechenland, Ägypten, Äthiopien, Mexiko und in vielen anderen Ländern praktiziert. Ja, jetzt müsst ihr mich wieder mal entschuldigen. Ich bereite wirklich nicht alles vor. Ich denke einfach an viele Dinge nicht. Ich möchte jetzt mal eben schauen, ob ich das Video ganz schnell finden kann. Dann möchte ich abschließen, mit euch ein kleines Video zu zeigen über eine Götzenprozession. Da wollen wir eben sehen, das müsste hier irgendwo bei sein. Mary Statue Broken. Hier haben wir das. Das dauert eine Minute und dann machen wir danach unseren Abschluss und wir schauen uns jetzt mal eben dieses Video an, einer Götzenprozession. Ja, leider ist es natürlich jetzt so, dass ihr, die ihr live dabei seid, jetzt den Ton nicht dabei hattet. Ich werde euch das jetzt gleich mal über Skype schicken. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen in der Pause mit dem Ton dabei. Da waren also ganz entsetzliche Schreie bei, als dann diese Statue, die Maria darstellen soll, gefallen war und ihren Kopf verloren hat. Die Leute sind also wirklich ausgeflippt da in der Kirche. Und es ist ein sehr schönes Zeugnis davon, wie auch eben heute noch diese Götzenprozessionen stattfinden innerhalb der Kirche, außerhalb der Kirche. Und was dann eben mal passiert, wenn so ein Götze mal abfällt. Irgendeiner hat da sein Mikrofon nicht ausgeschaltet. Ja, das war dann die Lesung für heute soweit. Wir sind bei einer knappen Stunde angekommen und deswegen werde ich das hier beenden. Wir haben noch einen kleinen Moment weiterzugehen in diesem Kapitel über Petrus in Babylon, Mysterien, Religion oder über die Päpste und ihren Pontifex Maximus etc. etc. Alles, was wir heute gesehen haben. Aber das werden wir dann nächstes Mal weiterlesen. Das Kapitel werden wir heute nicht mehr beenden können. Dafür würde das weit mehr als eine Stunde in Anspruch nehmen und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das ungefähr auf einer Stunde lassen. Und von daher fand ich das einen schönen Abschluss von diesem Prozessionsvideo, das wir uns nochmal eben haben anschauen können. Und wie ihr gesehen habt, in dieser Lesung heute kamen einige Bibelzitate an. Und ich finde es immer wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir die Bibel zur Hand nehmen sollten und an erster Stelle unsere Bibel lesen sollen, weil nur die Bibel sagt uns den Ursprung der Wahrheit, die wir hier, wenn wir die römisch-katholische Religion, immer noch die Geräusche da. Schalte mal das Mikrofon aus. Oder wolltest du noch was sagen? Ich wollte was sagen, ja. Ich habe mich eben gewundert, warum bei dem,
warum bei dem Thema, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, warum bei dem Thema Küssen und Götzenküssen und so weiter und so fort und Götzen verehren, warum da nicht der gerade speziell für die römisch-katholische Kirche, warum der Marienkranz da nicht, der Rosenkranz da nicht für erwähnt worden ist? Der wird ja auch gerne geküsst. Ja, über den Rosenkranz kommt Ralf Futtrow noch in einem späteren Kapitel auf diesem Buch zu sprechen. Ah, okay. Ja, also haben wir da nicht auch schon drüber gesprochen, als wir über die Heiligenbilder gesprochen haben, ganz am Anfang dieses Buches? Da haben wir doch über den Rosenkranz gesprochen, also wenn ich mich nicht irre. Es sind für einen älteren Menschen zu viele Lesungen mit so vielen Büchern. Ich kann mir das echt nicht merken. Ja. Sorry. Na, also ich bin ziemlich sicher, dass wir hier bereits über den Rosenkranz gesprochen haben in diesem Buch. Hier, Kapitel 3, Rosenkranz und so weiter und dann Heiligentage und Symbole. Da hatten wir über den Rosenkranz auch gesprochen. Also das kam in diesem Buch bereits zur Besprechung, Michael. Aber wie gesagt, da hast du vollkommen recht, man kann sich nicht alles merken. Ich habe es ja auch, manchmal habe ich das jetzt in diesem Buch gelesen, war es in einem anderen. Das war jetzt auch schon die 13. Lesung aus diesem Buch. Also wir sind ja schon ein knappes halbes Jahr mit der Lesung dieses Buches beschäftigt. Da kann man das ein oder andere natürlich auch nochmal vergessen. Aber um jetzt meinen Satz zu Ende zu bringen, wir haben hier halt die römische Kirche Mysterienreligion aus Babylon von Ralf Futtrow, 13. Teil gelesen heute und ich möchte trotzdem noch da weiter den Punkt drauflegen, dass ihr bitte, bitte, bitte eure Bibel studiert, dass wenn ihr die Wahrheit aus der Bibel kennt, dass ihr auch dann viel leichter die Lüge in dieser Welt erkennen könnt. Und da hilft euch dann natürlich eine Zusage, wie wir sie in der Bibel lesen, Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 10 und 11, wo die Apostel nach Beröa kommen und da sehen, dass die Juden dort viel bessere Studenten sind als die in Thessaloniki, weil sie täglich in der Bibel studierten und die Dinge in der Welt gemessen haben an der Wahrheit in der Bibel. Und das können wir nur, wenn wir die Bibel lesen. Vor Hunderten von Jahren wurdet ihr umgebracht, wenn ihr eine Bibel in der Hand hattet. Heute wollen die meisten Leute, obwohl sie es können, ohne gleich umgebracht zu werden, keine Bibel in die Hand nehmen. Dabei ist die Bibel unser Handbuch durchs Leben und das Buch, in dem unser Schöpfer Gott sich uns bekannt macht, sich mit uns bekannt macht und uns sagt, wie wir uns zu verhalten haben in diesem Leben, um dann, wenn wir diese Hölle auf Erden hier endlich überstanden haben, in sein wundervolles, ewiges Leben eintreten können. Wenn wir das wollen, dann müssen wir sein Wort kennen. Dann müssen wir Jesus kennen, der das Wort ist. Und dann müssen wir das Wort kennen, das der Herr hier für uns geschrieben hat. Die Bibel. Von daher, lest eure Bibel. Maranatha. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord and their word. Verse 15.